Willkommen zu unserem zweiten Teil in Rom. Wir besuchen die Kathedrale der Weißen Madonna, die Sixtinische Kapelle in den Vatikanischen Museen und den Petersdom. Habt Spaß und genießt die Impressionen. Welcome to our second part in Rome. We visit the Cathedral of the White Madonna, the Sistine Chapel in the Vatican Museum and the St. Peter's Basilica. Have fun and enjoy the impressions. Mitten in Rom an einem der wirklich schönen Bereiche befindet sich hier die Kirche der Weißen Madonna oder so ähnlich. Darauf zurückzuführen, dass es hier irgendwann mal im August geschneit hat und demzufolge wurde die hier in rein-weißen Matt reingemacht. Soll da fünf Pilze liegen und noch ein paar andere Leute. Wir werden da jetzt mal reingehen und mal gucken, ob wir da was Schönes finden. Jetzt gehen wir in das Innere der Basilika, San Maggiore di Maggiore. Es ist alles Blattgold unterlegt, Holzdämmen. Es ist eine unglaubliche Pracht, was man hier so sieht. Ich versuche das mal hier so ein bisschen heranzuholen. Hier kann man es besser erkennen. So sieht das aus. Eindrucksvoll. Wahnsinn. Kein Wunder, dass hier fünf Päpste gegen jede Menge andere Honorationen. Das ist schon beeindruckend. Ich gehe jetzt mal vorne hin zum Altar und das mal besser zu sehen. So, hier ist der Altarbereich. Einmal noch deutlicher, welcher Pracht das hier ausgeschmückt ist. Ich bin beeindruckt. Und da unten muss das Mausoleum von Papst Maximus sein. Da gehen wir jetzt auch nochmal hin. So, das ist Papst Maximus. Hier genauso wie am Knie. So, vom Knie aufs Maximus. Anblick in das Mausoleum hinein. Ich versuche das mal besser zu sehen, was man da sieht. Unglaublich detailreich. Wahnsinn. Eine weitere Kapelle in der Kathedrale. Eine unglaubliche Pracht, dass man das so sieht. Ich gehe von vorne an. Das ist ein bisschen weg. Sehr beeindruckend. Hier nochmal der Weilerchen über dem Mausoleum. Ist im Sand nicht getaucht. Beeindruckend. Hier
Einmal ein Blick vom Altar zum Eingangsbereich. Wunderschöne Kirchenmalerei. So, hier mal ein Blick auf die Vatikanischen Gärten. Ich weiß nicht, ob wir da reinkommen. Nach dem Dauerlauf heute Morgen, weil wir zu spät aufgestanden sind, sind wir hingerast, aber wir haben es geschafft. So, Vatikanmuseum, wir kommen. Moment. Ich bin auch dabei. Guten Morgen. So, hier sind wir in der Skulpturensammlung am Eingang, aus irgendwelchen Grabstellen raus. Hier ist der Grabstein der Familie Cetus. Für die Einäscherung konnte man dann dort die Urne reinstellen. Also schon ziemlich beeindruckend, was man hier so alles sieht. So, auch da. Wunderschöne Statuen, Köpfe. Das ist echt der Hammer, was man hier so alles sehen kann. Bin gespannt, wie das hier heute wird. So, hier nochmal ein weiterer Einblick. Toll erhaltene Skulpturen. Es ist schon Wahnsinn. Hier reinzugehen ohne einen Audioguide, du bist völlig verloren. Das ist schon Wahnsinn, was man hier so alles sieht. Statue der Athene. Sieht doch aus, als wenn sie ein Selfie machen würde. Schau dich mal einer diese Decke an. Das ist die Statue von Antonio. Kann man gar nicht erfassen in seiner Gänze. Hier sehen wir jetzt die kolossale Herkulesstatue. Das war goldener Bronze. Beeindruckend. Hier nochmal ein anderer Einblick in diesen Skulpturen. Ja, kann auch mal sein. Gegenüber die kolossale Herkulesstatue in vergoldeter Bronze. Sehr selten, aber sehr schön. Sala Croce Greca. Sehr großen. In diesem Saal gibt es ein beeindruckendes Fußbodenmosaik, das man hier sehen kann. Und rechtzeitig
kannst auch linksseitig riesige Sachen fahren. Unglaublich. Hier einmal ein beeindruckendes Loch, wie auch die Decken gestaltet wurden. Mit Fresken. Und davon gibt es hier Tausende. Und dann drüber. Der Papst. Oder jemand, der das dafür hält. Sehr schön. Und hier wieder mal ein sehr schönes gestaltetes Beckenrelief. Papst Leo, nochmal dargestellt. So, wir verlassen jetzt den Bereich der Statuen und kommen hier in den Bereich der Wandteppiche. Unglaublich, nennt sich Garia degli Arazzi. Hier nochmal einen Blick. Dunkel, damit die Farben nicht ausbleichen, aber sehr, sehr schön. Ja, hier mal, wo jetzt ein bisschen Licht reinfällt, sieht man mal, welche Farbintensität diese Seidenteppiche gemacht sind. Echt unglaublich. Von den Teppichen geht es jetzt in die Galleria der Carte Geographica. Ja. Eine unglaubliche Vielfalt. Ja, exemplarisch mal so ein paar Bilder hier aufgenommen. Mal gucken, ob es noch so mal eine aussieht. So, hier mal eine Karte von Sardinien, wenn ich das richtig verstanden habe. Ein beeindruckender Detailreichtum. Direkt daneben die Karte von Korsika. Hier wird die damals bekannte Welt dokumentiert. So, hier ausgehend von Kalabria. Nochmal der Blick zurück in diesen Kartenbereich. Das wäre schön. Unglaublich. Ja, Forum in Kalabrien. So, Liberia mal als Karte dargestellt. Und unterhalb hier gibt es zur Orientierung. Sehr warm. Und das als Abschlussbild für diese Halle grandios. Und nicht das Abschlussbild, weil da gibt es auch noch mal eine Karte von ganz Italien. Sehr beeindruckend, Winkel. Zu den Gemälden. Mit dem Saal Imokala. Guckt euch mal dieses Wandbild an. Bis unter die Decke.
sehr beeindruckend. Hier mal ein Bild aus dem Verwaltungstrakt des Museums, ein Inneneinblick, den man sonst so gar nicht sieht. Die Stanzen des Raphael. Als Folge von Empfangsräumen im Vatikanpalast hat Raphael die Fresken gemalt mit seinen Schülern und er selbst. Die Stanzen bilden eine unglaubliche Einsicht in die Kunst der Freskenmalerei. Er ist dadurch auch irgendwann mal zum Hofmaler geworden für den Vatikan. Insgesamt gibt es hier 4 Zimmer, in denen je nach Gelegenheit dort gemalt wurde. Was hier auf den Bildern nicht rüberkommt, ist, wo er gemalt hat, sieht man den unglaublichsten Detailreichtum. Wo seine Schüler am Werk waren, sieht man, dass es auch toll aussieht. Aber es fehlt irgendwo so dieses letzte Prozentpünktchen en Detail. Kann man irgendwie so nicht wirklich anders beschreiben. Es ist mega beeindruckend und es ist einfach nur schön. In diesem Sinne, genießt einfach diese Bilder. Schade, dass sie teilweise ein bisschen zu schnell sind, aber es ist einfach ein Museum und meine Technik ist nicht so gut, damit das alles so rüberkommt. Aber ich glaube, ihr werdet hier genügend sehen, was euch Freude und Spaß macht. In diesem Sinne, genießt es und lasst es einfach auf euch wirken. Der erste Saal, den wir gerade gesehen haben, war der Sala di Costantino, also Saal des Konstantin. Dies war der größte und für offizielle Empfänge gedachte Raum und ist mit vielen Szenen aus dem Leben des Kaisers Konstantin ausgeschmückt. Hier der zweite Saal, Stanza di Elidoro. Es ist ebenfalls ein Saal, der für Privataudienzen genutzt wird und die Fresken geben eine eindeutig politische Ausrichtung auf den gottgegebenen Reichtum und die Unabhängigkeit des Papsttums ab. Dritten Saal, der Stanza der Signatura, hat Raphael seine Werke als allererstes ausgemalt. Die 4 berühmten Fresken Raphaels sind der Meilenstein in der Malerei der Hochrenaissance. Der Raum diente Papst Julius II. Als Bibliothek und Studierzimmer und war unterhalb der Fresken mit Bücherschränken ausgestattet. Auch wurde hier Recht gesprochen. Deshalb nannte man diesen Saal auch päpstlicher Saal der Gerechtigkeit. Thank you.
auch der letzte Saal, Stanza del Incendio de Borgo, also Saal des Borgo-Brandes, hat Raphael sich hier verewigt. Das war der zweite Saal, den er alleine ausgemalt hat, was man auch an dem Detailreichtum und in den Fresken erkennen kann. Auch wurde dieser Raum hier als Gerichtsraum unter Leo X. Genutzt und ebenso auch als Speisezimmer, was natürlich auch der Nähe der Küche, die dahinter liegt, erklärt. In diesem Sinne viel Spaß bei diesen einzelnen Bildern, es ist einfach nur toll. So, hier sind die Urbeinkabine. Eigentlich recht schmucklos. Ist natürlich hier auf dieses Wandgemälde. Mit den vielen Bildern. Leider kann man es nicht besser erkennen. Ja. Ich versuche mal hier etwas reinzugehen. Nochmal der Detailreichtum der Holzdecken. Sehr entsprechend. Und nochmal eine andere Holzdecke. Versuche mir die Kassetten besser zu zeigen. Wie schön das gemacht ist, mit Blattgold ausgemacht. Sehr interessant. So, hier ist die Sistinische Kapelle. Ja, wait a second, please. Give me the chance to see it. Die Sixtinische Kapelle, der Ort des Konklaves, wo die neuen Päpste gewählt werden. Ein heiliger Ort, ein wahnsinniger Ort. Fresken an der Decke von Michelangelo, die beeindrucken vor allen Dingen, und Gott erschuf den Menschen. Michelangelo wollte diese Arbeit nicht übernehmen, aber man gewährte ihm freie Hand. 520 Quadratmeter Decken wurde so von ihm gestaltet und überdauern die Zeit. Er bezeichnete irgendwann mal die Malerei als Weiberei, ohne zu wissen
Oder vielleicht auch doch mit dem Hintergrund zu wissen, dass das, was er dort schuf, für die Ewigkeit ist. Was man hier so alles entdecken kann, kann ich in den Bildern hier so gar nicht wirklich zeigen. Man muss es schon gesehen haben. Aber der erste Eindruck ist überwältigend. Genießt es und freut euch daran. Viel Spaß damit. Kapelle kann man, glaube ich, nicht toppen, aber es gibt beeindruckende Papstgewänder. Ein Detailreichtum, der seinesgleichen sucht. Hier sind wir in Sala, Devi, Indri, Kriti, also heilige Zuhörer oder so ähnlich. Ausgestellt in Vitrinen und wieder eine beeindruckende Decke mit Fresken. Schon sehr stark. Viel zum heiligen Zubehör. Alle möglichen Gefäße. Der Karlspreis zu Aachen wurde Franziskus in Würdigung seines Engagements 2016 verliehen, was man hier sehen kann. Und es wird voller Stolz ausgestellt. Zu Recht. So, aus dem Vatikanischen Museum heraus in die Gärten. Hier nochmal ein letzter Eindruck, bevor wir gehen und die Audioguides zurückgeben. Es ist wirklich sehr schön. Vom Petersdom ein erster Blick über den Vorplatz. So, willkommen im Petersdom. Ich schlage vor, geh mal so von und dann so. Ja. Was sagst du? Ohne Wort. So, das ist die vierte Kapelle. Weiter geht's.
lasse einfach die Bilder für sich sprechen. Ja, für Papst Johannes Paul. Kriegt man leider nicht wirklich angefangen. Ich mache mal Fotos. Ja, ein einmaliges Gemälde. Ich hoffe, man kann das alles gut erkennen. Ich versuche das mal ein bisschen größer zu machen. Eine beeindruckende Kirchenbaukunst. Gerade in dem Bereich, wo wir waren, da war eigentlich nur fürs Gebet zugelassen. Aber das ist schon ein Erlebnis. Ich hoffe, man bekommt das ein bisschen mit. Diese Schönheit erkennen, die hier. Etwas wie der pure Stein zeigt, wie schön das hier alles gemacht wurde. In der Nebenschrein vom Heiligen Johannes, den wir gerade per Video gesehen haben. So, nochmal Papst Johannes der 23., der dort in dem Glasabbevolk gestattet liegt. Meine wurden vor Jahren normal bestattet, aber trotzdem beeindruckt. Angeblich soll es bringen, wenn man da seinen Fuß anpackt. Heiliger St. Peter. Kommt man aber nicht mehr hin. So langsam geht es hier zu einem Walderchen. Ja, wir gehen danach. So, hier die sterblichen Überreste vom Heiligen Petrus liegen. Zumindest sagt man das. Aber ob es stimmt, weiß ich nicht. Aber es ist trotzdem eine wirklich sehr interessante Geschichte.
Noch immer ein weiterer Hinblick. Also hier sieht man die Nischen mit den hohen Figuren von Heiligen und von denen sind oder waren Reliquien hier. Da sieht man die heilige Veronika mit dem Schweißtuch. Oben in dem Raum gibt es also auch eins. Und recht originell und flott, weil die Dame, die kommt da angelaufen, wie der Torero beim Stierkampf mit dem Ofenschuh. Ja, das ist also dann zum gewirkt hat und dort also auch. Das ist die Deutung des heiligen Petrus. In der orthodoxen Kirche. Ne? Angeblich sollte hier mal das Haupt von ihm im Petersdom sein. Ist aber nicht. So, Benedikt der Fünfte liegt hier. So sieht der aus. Aber das ist Johannes 23. Kann das sein? Sieht aus wie das Tor zum Paradies, mein Diagon. Den kann ich eigentlich nur beipflichten. Papst Pio. Das sind. Noch hier ein weiterer Mumie eines Papstes. Hier nochmal ein letzter Blick. Gerade abgesperrt. In der Grotte, wir sind die Päpste aufgebaut. Ich versuche die mal so ein bisschen zu erreichen. So, hier ein weiterer Papst. So, wir lassen jetzt den Petersdom. Beeindruckt. Die Kuppel von Michelangelo, St. Peter, gesehen. Die Decken, ein Erlebnis. Und hier. Der Weg nach draußen. Es hat sich gelohnt.
sind wir jetzt auf dem Petersplatz, oder Vorplatz im Petersdom, waren wir gerade drin. Nochmal ein abschließender Blick. Wetter hat sich zugezogen. Es wird heute nur noch regnen. Bin mal gespannt, wie es jetzt weitergehen wird. Aber wir werden uns jetzt ein Restaurant suchen und jetzt erstmal das Gröbste ausnutzen. Das war's. Es waren ereignisreiche Tage in Rom. Spätherbst, Sommer, Gewitter und dann ein Tag der antike Teil Roms und am anderen Tag der klerikale Teil. Ich muss gestehen, das Vatikanische Museum hat mich überfordert. Diese Vielzahl an Kunstschätzen, diese unglaubliche schiere Menge an visuellen Eindrücken und danach dann noch der Petersdom. Boah, heftig. Das Video könnte noch viel, viel länger sein. Ich habe noch 2 oder 2,5 Stunden Material, um noch mehr zu machen, aber es ist einfach zu viel. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wir freuen uns natürlich über einen Daumen nach oben und gerne auch Weiterempfehlungen und über ein Abo auf diesem Kanal. In diesem Sinne, genießt die Zeit, genießt dieses Video beim weiteren Mal anschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Eure Via, euer Bernd.